Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Mad Max Edition. Alle weiteren Informationen zu diesen Filmen und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zu den Filmen und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Mad Max, die Edition. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Film. Jawohl, es ist die Trilogiebox zu den drei erschienenen Mad Max Filmen, zu den alten, muss man eigentlich dazu sagen. Denn mittlerweile gibt es ja auch neue Teile. Unter anderem 2015 erschienen der vierte Teil, Fury Road nennt sich der. Aber davor gab es auch schon diverse Teile, die den meisten gar nicht mal so bekannt sind. Und da sind die hier. Ja, die kommen hier in einer Box. Wir lesen hier oben die Edition Mad Max. Dann haben wir unten die drei Cover und die drei Titel. Also einmal regulär Teil 1, dann Mad Max der Vollstrecker und Mad Max jenseits der Donnerkuppel. Der erste Teil erschienen 1970, dann der Vollstrecker, Teil 2 1981 und dann hier jenseits der Donnerkuppel, Teil 3 1985. So, rundum alles hier in Silber gehalten. Hier unten lesen wir noch eine Jugend- bzw. keine Jugendfreigabe. Der erste Teil und der zweite Teil sind ab 18 und der dritte Teil ist ab 16. Barcode ist hier unten noch drauf, auf der Seite. Dann auch nochmal das Ganze veranschaulicht, es reflektiert sehr stark, aber ja, genau, jetzt kann man sehen, die drei Cover nochmal kleiner, plus Titel, hier oben noch das Logo von Warner Brothers. Ansonsten Silber und beide Seiten hier gleich designt, also sowohl hier als auch die Rückseite in diesem gleichen Stil. Das ist hier so ein Pappschuber und der beinhaltet dann eben die drei einzelnen Filme. Kann man hier einfach rausziehen, jetzt ist die Box leer, der Schuber. Und hier haben wir dann die drei Teile. Also 3, 2, 1. Wir starten natürlich mit Teil 1. Mad Max aus dem Jahr 1970. Was sich auch geändert hat, ist der Schauspieler. Denn ursprünglich, die ersten drei Teile wurden damals noch gedreht mit Mel Gibson, den wir hier sehen. Und der vierte Teil, also Fury Road, da wurde dann Mad Max von Tom Hardy verkörpert und Mel Gibson war da nicht mehr dabei. So, auf der Seite beschriftet. Auf der Rückseite haben wir dann die Info zum Film. Also einmal hier eine kurze Beschreibung, was uns hier erwartet. Dann hier noch die technischen Details. 18er Logo und natürlich ein Barcode. Von innen ganz schlicht gehalten. Wir haben hier einfach die DVD drin. Die ist hier auch auf der Oberseite in so einem Silber, reflektiert sehr stark. Mad Max lesen wir hier zweimal. Und mehr gibt es hier auch nicht zu sehen. Ansonsten die Hülle hier komplett in Rot. So, Teil 2 ist dann dieser hier. Der Vollstrecker. Im Englischen hieß der Teil damals The Road Warrior. 1981 erschienen. Auch hier wieder. Das Ganze, wie gesagt, ab 18, ungeschnittene Originalversion lesen wir hier. Also scheinbar gibt es da auch eine Cut-Version. So, Rückseite wieder mit Bildern plus natürlich den Texten. Infos, technische Details, Barcode, okay, okay. So, auch hier wieder innen rot, das ist die DVD. So sieht das aus, wir lesen hier Mad Max 2, The Road Warrior, beziehungsweise Mad Max Der Vollstrecker. Ja, also es ist der zweite Teil dieser Trilogie, aber hat eben auch noch den Untertitel The Road Warrior bzw. Der Vollstrecker. So, und Teil 3, der damals letzte Teil für lange, lange Zeit, 1985, damit endete das Ganze. Mad Max jenseits der Donnerkuppel. Tina Turner, die sehen wir hier, die hat ja auch eine Rolle gespielt. So, Beschreibung, Infos, Barcode, der Teil ist ab 16, wie gesagt, die ersten zwei ab 18, dieser dann ab 16 und das ist dann die DVD dazu. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich in dieser Box, in dieser Mad Max Edition befindet. Einmal Teil 3, Mad Max jenseits der Donnerkuppel, dann Teil 2, Mad Max der Vollstrecker und natürlich auch Teil 1. Kommen hier alle drei in so einzelnen regulären DVD-Hüllen in Rot gehalten.
und zusammen dann eben in diesem wunderbaren Schuber. Jawohl. Das alles in dieser Box Mad Max, die Edition. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von den Filmen bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Filme feiert, falls ihr Mad Max unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.